Der ist also schon wieder voll in medias res. Man muss ja die Kronkorken schützen. So, Mission 1. Mission 2. So, dann stellen wir uns da ganz brav auf die Sperrfläche. Wenn wir ja zu der Uhrzeit gewaltig den Verkehr behindern. Fuck RB. RB. Ich glaube, das steht für Fußballclub Salzburg. Und das Fuck RB steht für Fuck Red Bull. Ah, Red Bull, genau. So, du musst da einen Schwenk auf die Säufersonne machen. Ja, bitteschön. Guten Morgen, armseliges Österreich. Wie der Roman gerade auf mein Geheiß gemacht hat, haben wir die Säufersonne in nicht mehr voller Pracht im Zenit stehen. Es ist Sonntag, der 1. Oktober. Somit steht der Roman hier mit mir zu unchristlicher Zeit nicht am Abend, wo es schon finster wird, sondern noch im düsteren, düsteren Österreich, das am Sonntag normalerweise schläft. Hier soll, wenn's denn stimmt, in einer Viertelstunde ein Obus aufschlagen. Nein, falsch. Bitte. Davon gehen wir aus. Hier soll, Entschuldigung für die Unterbrechung, Mitschwurbler, hier soll, wenn es denn stimmt, in spätestens einer Viertelstunde ein Reisebus ankommen, frei nach dem Motto, ein Bus wird kommen. Das kennen die anderen vom McDonalds-Kanzler mit den warmen Mahlzeiten für die lieben Kleinen von einem Schiff, das jetzt irgendwann im Herbst kommen wird. Jedenfalls, der soll uns auflesen und dann machen der Roman und ich eine sogenannte Kaffeefahrt in die Bundeshauptstadt. Da kann man nämlich heute den Oktober einläuten mit einer Großdemonstration oder auch nicht. Am Heldenplatz mit Fahndl tragen am Ring und Schlusskundgebung. Und wir sind da natürlich am Start. Ich komme direkt aus dem Dienst, deswegen habe ich nicht schon in der Früh Alkohol in der Hand, sondern gönne mir zu Beginn des Rocktobers tatsächlich ein Feierabend-Corona. Ihr wisst ja, Biroler, der Vizekanzler ist krank. Man red zur Impfung, der Ansturm auf die Ärzte ist da, habt ihr alles im letzten Video schon gesehen. Da hätte ich gesagt, Schluckimpfung ist immer toll, außerdem ganz nüchtern der Bock ist, so große Busse mit vielen Menschen rein, das ist ja fast wie arbeiten, nur unbezahlt. Deswegen machen der Roman und ich da jetzt einmal einen Anstoß. Hinter uns geht langsam die Sonne vor der S-Bahn-Station Europark auf und ja, wie gesagt, ich bin sehr gespannt, wie man das Zeitfenster technisch hinkriegen soll. Um 11.30 Uhr geht's offiziell los und der Roman wird natürlich den gesamten Tag dokumentieren. Eventuell mit freundlicher Unterstützung des Busfahrers, der zwischendurch einmal Akkus laden lässt. Das werden wir feststellen. Ja, jedenfalls heute entscheidet sich, ob für die Österreicher der Locktober bevorsteht oder der Rocktober. Bei mir ist es auf alle Fälle Zweiteres, beim Roman wird es auch so sein. Das werdet ihr in den nächsten Wochen dann immer wieder in Videos sehen und jetzt muss ich mal einen Schluck machen. Weil ich schon wieder so selbstverliebt rede. Und wenn wir gerade beim Thema selbstverliebt sind, ganz viel Liebe am frühen Morgen. Ja. Also alle, die am Weg zur Frühmesse sind, zu der Uhrzeit auch ganz viel Liebe. Und alle, die noch in irgendeinem Sitz-Meditationskreis spirituell verbunden sind, auch ganz viel Liebe. Damit bin ich jetzt einmal raus und warte nicht auf Godot, sondern warte auf den Bus mit dem Roman. Und in der Zwischenzeit genieße ich im Schatten der Säufersonne. Es war ja Kaigassenfest. Das hieß gar nicht anders, also das Linzergassenfest. Der Roman hat es in einem seiner Videos ja dokumentiert, hieß ja jetzt dieses Jahr Atmosphäre. Das Kaigassenfest heißt immer nur Kaigassenfest oder Fest der linken Altstadt. Kaiviertelfest. Oder Kaiviertel. Aber jetzt aber hier, der Fake News aufdeckende Krawalljournalist. Ich bin ein bisschen, ich hatte noch keinen Schlaf, wie gesagt. Den werde ich heute irgendwann, also ich glaube um 21 Uhr sind wir offiziell wieder in Salzburg, wenn alles gut geht. Das weiß man ja nie. Ihr wisst, Wien ist ja nicht nur eine Schrebergartenmetropole derer, die nicht bis 600 zählen können, sondern Wien ist ja tatsächlich auch die Stadt, wo man öfter mal Messerattentate, Machetenzerstückelungen und sonst was befürchten muss. Insofern hätte ich gesagt, schauen wir mal, was uns in der fernen Hauptstadt alles blüht. Der Roman und ich haben ja in der fernen Bundeshauptstadt auch schon die eine oder andere Berührung mit der Exekutive gehabt. Also man wird sehen, wie es weitergeht. Ich bin natürlich wieder ganz ordnungsgemäß gekleidet, wenn man jetzt einmal die Sonnenbrille wegtut. Gell? Also ist ja wieder voll in. Und ja, da kommt ein Bus, aber der hängt am Strom. Also ist
Umweltunbedenklich, braucht man sich nicht davor kleben. Unsere Glaube fährt noch mit Diesel. Oh, welch Skandal, wir werden alle sterben. Damit, wie gesagt, genug der vielen blöden, selbstverliebten Worte, weil, wie gesagt, ich habe eh eine lange Arbeitnacht hinter mir. Es war ja quasi die Nacht des zweiten Kaiviertel-Festtages. Und ja, so Volksbespaßungen sind ja immer gut. Wir haben ja letzthin schon festgestellt, als die Unite Parade war und der Roman und ich dort ein Seil tragen durften, damit die vielen Verhaltensoriginellen beim Tanzen nicht in oder unter den LKW kommen. Die hat man auch echt leicht übersehen können, weil die sind nur über 10 Meter lang und knappe 4 Meter hoch und wummern ganz leise und fahren im Schrittgeschwindigkeit. Da wäre ja quasi eigentlich die ORF-Demo gewesen, zwecks Haushaltsabgabe. Die haben wir ausgelassen, aber heute opfern der Roman und ich Schlaf und fahren, wie gesagt, nach Wien. Und theoretisch sind wir, wie ich mich selbst gerade unterbrochen habe, um 21 Uhr wieder zurück. Dann wird es irgendwo noch Abendessen geben und dann geht's in den Feierabend. Also das heißt für mich dann noch 36 Stunden oder 38 Stunden irgendwann mal wieder in ein Bett. Deswegen jetzt ein Schlummerbier, vielleicht kann ich dann im Zug schlafen. Sage ich schon Zug, wir fahren ja nicht Zug, aber wenn wir am S-Bahnhof stehen. Fake News, ich unterbreche mich selber, damit der Roman keine Bauchbinde machen muss. Im Bus schlafen. In diesem Sinne, bis später on the road im Lok oder Rocktober. Frühstücken wir mal. Ja, Pfandflasche. Theoretisch muss man die wieder zurückbringen. So, also da hat sie jetzt ein Mitstreifen. Du musst jetzt echt nochmal einen Kameraschwenk machen, weil das die Straßenverkehrsordnung gilt, ist ja okay. Aber wir haben gerade gelesen, dass wir nicht nur in der Öffentlichkeit hier Alkohol trinken, sondern eigentlich auch am Eingang eines Privatparkplatzes stehen, den wir gar nicht benutzen dürften. Da wird es wahrscheinlich gleich wieder ein Problem geben. Ich glaube, wir haben einen alten Intersparren und haben ein Skateboard gefahren. Das wäre jetzt auch nicht mehr erlaubt. Ja, dann habe ich gesagt, man braucht einfach ein bisschen mehr Reglement. Ne? So, Akkusparen ist angesagt. Patrick Brömer packt schon die Fahnen aus, wie wir schon mitgekriegt haben. Ja, da kann ja gar nichts mehr schief gehen. Schauen wir mal. Am Sonntag ist morgen, grüß euch. Liste voll gekriegt? Wie? Liste voll gekommen. Ja, Maria. Ja? Da haben wir 70, 80. Ja, das schaut aus, als heute Herr Brömer. Ja, genau. Hallo, grüß euch. Der eine ziemlich dämliche Frage gestellt hat. Wir sehen, Elvis ist wieder bei der Beschönerung Wiens. Nein, aber ich habe mir ja gedacht, nachdem sich hier gerade halb Österreich aufregt über den Saga mit den Kinderernährungsprogrammen unseres Kanzlers, ja, sozusagen zu Wutbürgern werden, habe ich mir gedacht, es gab doch da schon mal einen, der gesagt hat, die Leute sollen halt die Zähne zusammenbeißen und an den kann man schon in der eigenen Dienststadt einmal ein bisschen hinweisen. Ne? Aber der Van der Bellen kann sich noch eine Leberkassemme leisten, schaut's da. Ja, nachdem an dem nicht so viel dran ist, glaube ich, dass es eigentlich heute nicht so viel. Volltreffer. Na schau, da vermummte, mit Maske, im Bus. Super geil. Aha. Na ja, ich halte mal fest, wir stehen hier quasi jetzt vor einer Bronzefigur aus dem Jahr 2004, wie dieses Boot und Schild sagt, vom Professor Gottfried Kumpf, der am 5.9.2022 verstorben ist. Ja, so schaut also ein Babyelefant aus. Dann können wir jetzt zur Demo gehen und hoffen, dass er nicht mehr allzu aktuell wird. Ja.
Ich hoffe, du hast schon einen Kameraschwenk aus der Ferne. Also die Massen haben sich schon versammelt. Fulminant. Ich kann mich erinnern, ich bin hier schon mal bei einer Demo gestanden. Da musste man in den Grünflächen stehen, weil es voll war. Ja. Aber es ist eh jetzt auch ganz spektakulär. Genau, da bin ich der Weger hinterher gelaufen, wie sie die ersten Leute verprügelt haben. Da sind sie da entlang gelaufen. Kann man ja alles ein bisschen einblenden. Du hast es völlig falsch verstanden. Die haben nicht Leute verprügelt, sondern die haben dafür gesorgt, dass jene, die das Gesundheitssystem nicht durch das Mittragen von Maßnahmen entlasten wollten, das Gesundheitssystem belasten, indem sie als Prügelopfer gefälligst ins Spital kommen. In dem Fall war es einer mit der Schamanentrommel damals. Ja, schau, der Dr. Brunner ist auch zugegen. Wir schauen uns einmal die Finger an. Ja, wenn das ist Teil GPS hat, kannst du sowas doch nehmen. Ja, es war nicht ganz. Wir sind ja schon Verschwörungstheoretiker, da kann man das schon mal äußern. Also wenn der Vizekanzler das sagt, der ist ja nie witzig, der wird das schon wissen. Wie schneidest du das? Was braucht das oder bist du der Meinung? Ja, ich kann mal nicht hören, okay. Was heute passiert zum Beispiel. Also ich kann eine Frage stellen, ich bin nicht draußen. Ja, wir sind heute und machen heute. Also ich schaue dir an, ich höre es von dir. Genau. Wir sind heute in Wien, treffen uns da mit unseren Freunden von der MFG am Maria Theresienplatz, um dann jetzt gleich in ein paar Minuten über den Ring auf den Heldenplatz zu gehen. Heute die Veranstaltung ist von Freedom for Europe, wo es darum geht, dass man gegen den Pandemievertrag der WHO auftritt. Und wir haben uns auch vorbereitet und dementsprechend auch transparente mit dabei, um auf unser Volksbegehren raus aus der WHO aufmerksam zu machen. Ich freue mich besonders, dass Bruno Michaelis Ehrenobmann und ich auch das Reden auf der Bühne sein dürfen. Wir befinden uns hier am Maria-Theresien-Platz in Wien. Wir sind alle hierher gekommen, um ein deutliches Zeichen zu setzen für die Freiheits- und Grundrechte. Wir werden es nicht zulassen, dass eine WHO, die von Milliardären und Lobbyisten finanziell regiert wird, unsere staatliche Souveränität übernimmt. Wir sagen nein, nicht mit uns, und deswegen demonstrieren wir heute für den Rechtsstaat und die Demokratie mit verschiedenen Organisationen, die MFG gemeinsam mit der IAL, mit den Anwälten, die international in Köln am 2. Juli dieses Jahres gegründet worden sind, mit Gesundheit Österreich und weiteren Organisationen. Ich glaube, danke dir. Noch gleich mal auf das vorhin erwähnte Schicksal unseres Mitstreiters und Leidenskollegen Darian H. Einmal mehr vollständiger Name bekannt, aufmerksam. Und nachdem wir da schon einen lustigen Sticker haben, dass die neue Corona- oder Covid-Mutation vom Lauterbach-Kali warnt. Ja, so geht es auch auf Selfmade. Kennst du mir das einmal, bevor es total verknickt? Wenn es jetzt selber verknickt, druckfrisch. Ja, mit freundlicher Unterstützung eines
Platz, mein Gast ist. Der da heute in der Früh noch eine Mail von mir gekriegt hat und den Drucker aktiviert hat und das Zeug noch geliefert hat. Ja, schönes Schwarz hast du ihm da ausgegraubt. Ja. Ja, deswegen sind es auch weniger Kopien als ursprünglich gedacht. Das Fristdruckerpatrone, das Schwarz, was er da drauf hat. Ja, Wien ist vom sozialen Standard die Nummer 1. Da werden wir wieder ein paar Spender zusammenbringen. Du bist einmal mehr sehr optimistisch. Oh, da haben wir einen ganz bösen Aufkleber. Ich weiß nicht, ich tue sie noch dokumentarisch festhalten. Ich weiß auch nicht. Nachdem wir ja gerade vorhin unsere Beware-Fashion erklärt haben, wobei ich das traurig finde, wenn man das immer noch erklären muss. Ach nein, stecken wir gleich ein, weil es wurscht ist. Packen wir da unsere 7 Sachen wieder zusammen. Jetzt gehen wir mal kurz in die Nähe, dass man da einmal was sieht. In der Videobeschreibung unten blenden wir diese Videos noch ein, da kannst du genau eruieren, was da geht, wie die Chaos sich da beläuft, wie der Stand der Dinge derzeit ist. Und dann müsstet euch ein Gewissen doch sagen, da müsste man helfen. Und jetzt holt der Elvis mal einen Lichtblick über die Lichtorte, 7 bis 10 Lichtorte gibt's. Demokratie im Licht der Kunst. Vom 31.08. bis 31.10.2023. Muss man das alles wissen? Täglich ab 5 Uhr früh bis Sonnenaufgang. Abends mit Sonnenuntergang bis 22 Uhr. Eintritt frei. Und nach Sonnenuntergang schläft die Demokratie, oder? Ich verweise darauf, dass quasi Sora da mit dabei ist. Die Stadt Wien, höchst selbst. Was sollen wir Sora sagen? Sora sind die, die gerade dieses tolle Politpapier gemacht haben für den Herrn Babler. Sora ist ein Meinungsinstitut, das im Joint Venture, um einen Anglizismus zu verwenden, das mit dem ORF sehr aktiv ist. Deswegen sage ich, wir haben da Sie relativ... Sie verzeihen sich doch so leicht. Ja, der Presseclub Concordia, der ja quasi einst gegen den Herrn Dr. Ferdinand Wegscheider. Also nein, ich finde das recht spannend. Ja, da kann er es mit wir der Demokratie... Wir nehmen es trotzdem mit, weil Aufklärungsarbeit gehört ja her. So, kann man das da sehen? Ja. Wenn man sich die Zeitung holt, auf alle Fälle vielleicht. Nein, es ist schön über dem Wiener Lichtorte. Also jeder, der sich das holt, sieht dann, dass man mit dem Darian vielleicht da auch zu tun hat. Da, so, die vielen Mengen, die der Roman da übrigens gerade beim Spazierengehen sieht, das sind einfach nur Touristen, die kehren nicht zur Demo. Also nicht, dass sich die Herrschaften von den Systemtreuen eventuell Sorgen machen, dass da zu viel Kritik kommen könnte. Nein, nein, das sind nur zufällige Passanten. Fahren Sie einmal schon mal den Auf-Einstand. Sind wir am Heldenplatz. Hier, so, wir sehen da auch ganz wichtig, die Freunde und Helfer haben wieder politisch korrekt, grün ist das neue Braun, hinten grüne Durchsagen zum Lesen und haben auch mehrere Megafone, um dann durchzusagen, was man tun oder lassen darf. Mit der Mülltrennung, also da, wie heißt diese komische Sendung da, MA24? Ah nein, das ist das Weihnachtsamt. Jedenfalls mit dem Müll hat es nicht ganz funktioniert, aber ja. Und das Fahnengewirr haben wir halt auch wieder hier. Ja, ja, das ist Fahnderl ist ganz wichtig, weil Fahne im Kreis tragen ist auch die exorbitante Kampfmaßnahme. Ist das die Kenia-Fahne? Wenn man die, was die Kenia-Koalition? Nein, das ist nicht die Kenia-Flagge. Aber Ähnlichkeit besteht. Nein, aber. Er kommt ja mit einem gepanzerten Medienfahrzeug mit Drehleuchten am Dach. Sagst du, Roman, vielleicht sollte man irgendwann einmal anfangen, deine unglaublich häufig gesehenen Videos zu monetarisieren. Dann können wir uns sowas auch leisten. Träum weiter. Und der Alexander Ehrlich.
Ja, ja, wir nehmen da alles mit, alles gut. Ja, Circle wie Circle, das habt ihr auch. Du bist Presse, also gehen wir mal da. Polizisten für Grund- und Freiheitsrechte sind auch da. This is time for a new kind of revolution. Selbsterklärung, es gibt auch noch gute Cops. Nur mal so als Beispiel für die nicht so guten Cops. Zwecks Remonstrationspflicht und Recht eines Beamten. This is time. Now is the time. Freedom will be high. Oh. Ja, was hast du für Eindrücke gesammelt bis jetzt? Dass die zwei Ordner, die an der Bühne stehen, wahrscheinlich die zwei jüngsten Besucher sind. Ich fühle mich da quasi fast selber noch ein bisschen jung. Gell? Wir Jungfrauen für uns, die Parteien auf uns für uns zwar. Die Problematik ist, da wird immer gesprochen, man tut es für die nächste Generation. Und es ist dann halt ein bisschen traurig, wenn diese besagte, betroffene Generation, weiß ich nicht, was an einem Sonntag lieber tut, als für ihre eigenen Interessen aufzustehen. Aber vielleicht schauen sie es ja dann irgendwo als Scream an, wenn es nicht länger als 3 Minuten dauert. Also Roman, du bist gefordert, du musst einen 3-Minuten-Beitrag draus machen. Da machen wir es mit 500-facher Geschwindigkeit. Ich meine, man muss gestehen, Ungarn ist jetzt von Wien nicht so weit weg, aber ich hätte mal gesagt, es sind wesentlich mehr Ungarn hier in Wien heute als Salzburger. Auch das sollte man vielleicht mal ansprechen. Was man auch noch beachten sollte, der letzte Sprecher aus Rumänien, der hatte auch noch eine Diktatur hinter sich. Von heute entsprechend konnte das doch gerade so erlebt haben, Ceausescu. Da hatte auch nur der Ceausescu die orangenen Kühlschrank und das Volk hungerte. Es ist ja genau dasselbe mit dem wiedervereinigten Deutschland, wo ja auch der Osten die Lüge kannte, keiner wird eine Mauer bauen und dann noch ein paar Jahre hinter dieser Mauer gelebt zu haben und dann festgestellt zu haben, wie eigentlich totalitäre Systeme funktionieren. Und deswegen sind die Menschen im Osten, natürlich auch nicht alle, aber da wesentlich sensibilisierter. Das Problem ist, der Österreicher ist seit seiner Zeit von 1945, beziehungsweise dem Ausruf Österreich ist frei 1955, einfach unglaublich träge geworden und ist bequem geworden und glaubt einfach sein Schicksal in irgendeine Obrigkeit abzugeben, mit dem er alle paar Jahre seine Stimme abgibt und damit hat er seine politische Verantwortung getan. Und dann wundert man sich irgendwann, dass man in einem Land aufwacht, wo man zwar mit einer Staubmaske im Gesicht, ich nenne sie mal liebevoll Kaffeefilter, mit 100 Haushaltsfremden im Kreis fahren darf. Aber wenn man dann einen kleinen Laden betreten will, schützt dann dieser Kaffeefilter plötzlich nicht mehr. Und die Leute machen das bedingungslos und unhinterfragt mit, stehen da in 2 Meter Abstand Schlange, weil wenn 3 Kunden im Geschäft sind, sterben ja alle. Und wenn sie dann ihren Einkauf so maskiert erlebt haben und erledigt haben, dann steigen sie wieder in so einen Öffi und fahren wieder mit 100 Haushaltsfremden im Kreis. Das ist einfach ein Armutszeugnis für die österreichische Bevölkerung. Und wenn auch heute da durchaus, ich hätte mal gesagt, zugegebenerweise ein paar tausend Leute zusammengekommen ist, ist es für die Brisanz des Themas meines Erachtens noch ebenfalls ein Armutszeugnis. Was sehr prägnant ist, hast du die DDR zuerst angesprochen. 2001 habe ich mal so eine Reise in Halle gemacht. Das liegt so an der Saale, an dem Fluss. Damals die Ex-DDR. Da
habe ich mit vielen Menschen mich unterhalten und es war 2001 wohlgemerkt, noch lange vor der Zuwanderung und allen Drum und Klim und Bam, gell? Die haben alle gesagt, sie wünschen sich der Zeit der DDR wieder zurück. Und das, was sie an Entknechtung, Entrechtung da im eigenen Land miterleben müssen, das wäre in der DDR besser gegangen, obwohl sie bespitzelt wurden. Bespitzelt wird man ja eh heute auch. Bitte noch ein bisschen warten, wir haben noch ein paar Sprecher und dann wird der orange Truck den Ringmarsch anführen. Dann gehen ein paar Leute dem hinterher und dann wird noch, man sieht es, wenn sie sich umdrehen, wunderschön den Free Assange Truck, der fährt dann auf und dann werden wir eben auch da noch einmal Leute anschließen lassen. Wir haben bitte folgende Durchsage, die ist ganz wichtig und zwar, wir werden rund um die Trucks 6 Ordner haben von unserem Team bei jedem Truck. Bitte gehen Sie nicht zu knapp am Truck. Und wenn er sich in Bewegung setzt, einfach diese Ordner werden dann schon am Truck sein, Sicherheitsabstand. Das ist uns jetzt ganz wichtig gewesen, dass wir das noch kurz sagen. Also die Ringrunde startet mit bisschen Verzögerung, ist aber im Austausch mit der Polizei, die dann nach dieser Zeit entsprechend, danke an die Polizei, dass sie Verständnis haben für die Verzögerung. Hier sind jetzt alle Seher von KryptoTV, die es noch nicht gesehen haben, herzlich eingeladen, sich unser Unite Parade Video anzuschauen. Der Österreicher braucht, um nicht unter einen Schritttempo fahrenden LKW zu geraten, nämlich Ordner, die ihn davor abhalten. Es ist traurig. Es ist einfach nur traurig. Jetzt bei mir auf der Bühne die Dr. Monika Henninger-Erber. Herzlich willkommen. Meine Frage ist, braucht man eigentlich einen Doppelnamen, um Schwurbler zu sein?